Akt 5. Heimkehr. Na? Wo bleibt der Erzähler? Er ist wohl nicht mehr hier. Darauf gönne ich mir doch ein Bier. Schaut euch an, die schönen Farben. Daran wird auch der Erzähler nichts ändern können. Ohne Narben? Nun ja. Hallo, hallo, Urs. Urs, du kleiner Bär, ich bin's. Kennst du mich noch? Ich helfe dir hier raus. Ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht allein. Wir müssen den Direktor befreien von seinen Fäden und den... Lorelei? Keine Ahnung. Komm schon, Direktor, wach auf, wach auf. Steh auf. Nimm mich in den Arm und drück mich wie ein Knauf. Urs, wir befreien dich. Komm schon her. Wir brauchen mehr Männer. Denn das Käfig ist zu schwer. Komm schon, Direktor. Folg mir. Hinterher. Befreien unsere Leute. Und es gibt keine Rückkehr. Schaut sie euch an, sie wachen auf. Sie werden hellwach. Das nach dieser langen Zeit. Unter Obacht. Alle sind frei, befreit von Fäden. Nun sagt euch nicht lange und helft mir heben. Urs muss befreit werden, der arme schläfrige Bär. Er braucht keinen Käfig mehr.
Na, hallo Urs. Wir sind wieder vereint. Keine Angst, ich gehe nicht mehr weg. Und das für alle Ewigkeit. Und noch viel weiter. War das die falsche Richtung? Ich glaube, es war die falsche Richtung. Oder doch nicht? Doch. Es war die falsche Richtung. Auf in die weite Welt. Nur Abby und Urs. Vereint. Wie zwei Helden. Reiten sie in den Sonnenuntergang. Von diesen Fäden, die der Erzähler, an denen der Erzähler dran hang. Das war die Geschichte von Abby und Urs. Das war die Geschichte von Juggler's Tale. Eine schöne, kleine, kurze Geschichte. Mal was Schönes zwischendurch. Kann man sich geben. War schön erzählt. Mit seinen Reimen. Dem Degen. Ja, ich lasse es. Gut. Es war zumindest wirklich sehr schön. Das Ganze gibt es im Epic Game Store für, glaube ich, 12, 15 Franken oder irgendwie so um den Dreh. Juggler's Tale. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Let's Play Spiel oder Video auf meinem Kanal. Tschüss.